Guten Morgen. Sei leise. Hallo. Okay. Das ist nämlich. Ja. Okay. Wie weit sind wir jetzt? Wie weit sind wir jetzt? Weit. Warum lachst du? Auch ein Rapper, Tim, Theater. Und gib Daumen nach oben. Also, bei diesem Projekt werden Tänzer, What? Ja, warte. Darf ich ganz kurz den Leuten vorstellen? Berlin was City. Turn off party. Ich bin auch gut drauf. Hallo. Okay. Das ist Nivea. Abonnieren! Nicht vergessen. Dislike. Und like. Hallo, Lieben. Herzlich willkommen auf Rap in Schulen. Euer Karai hier. Diesmal mit ein paar Mädels aus der Jugend. Und ja. Sei leise. Komm mal, euren Namen, du bist? Kasper eigentlich. Josie. Emmaline. Könnt ihr bitte ganz kurz euren Namen nennen? Wie heißt du? Brigitte. Queen, K-Pop, Sacha. Minette. Jetzt muss ich ganz kurz, ich habe sie gerade neu kennengelernt. Also. Wie ist denn die ist die Königin vom K-Pop-Tanz? Oh, was ist das? Für BTS. Warum bist du so aggressiv? Ich krieg Angst. Warum lachst du? Ja, warum? Dann muss sie los. Falls ich nach diesem Video nicht mehr auftauchen sollte, wisst ihr, wer mich umgebracht hat. Weiß ich nicht. Und zwar sind wir hier mit der Klasse 6b und das sind die Tänzer. Die Tänzer der Gruppe, der Klasse. Und die haben gerade ein bisschen geübt. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft es mit dem Tanz? Der Tanz ist schon gut geworden. Also wir haben auch schon viele Fortschritte, also wir haben auch schon viele Sachen. Wir sind nicht so weit. Das war falsch! Lass uns bitte noch einmal machen, ja? Warum redest du? Ja, ey, es gibt hier Leute im Raum, die wollen nicht auch vor der Kamera sein, aber reden von hinten trotzdem. Ja. So. Bist du zufrieden mit eurer bisherigen Leistung? Ja. Was das Tanz angeht? Ja. Wie viel vom Song habt ihr schon? Wie viel also von eurer Choreografie steht schon? So ein Prozent vielleicht? Nicht mal eine Minute. Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, aber das ist eine Information an alle Leute draußen. Wenn wir ein Video machen mit euch, ist ja so, man sieht euch 3 Sekunden, 5 Sekunden. Man sieht euch nicht die ganze Zeit. Also man sieht euch hier 3 Sekunden, dann sieht man wieder die Rapper, dann erzählen wir auch eine Geschichte im Video, wo man die Schauspieler sieht. Dann sieht man euch wieder 5 Sekunden, wieder 10 Sekunden, die coolsten Bewegungen, wo ihr am synchronsten seid. Josie kriegt schon Nerven zusammen. Was? Und wir machen uns so einen Aufwand. Depression. Bist du jetzt enttäuscht? Hab ich jetzt. Ja! Das geht doch nicht! Auch ein Rapper, Theater. Und gib Daumen nach oben. Also, bei diesem Projekt werden Tänzer, Schauspieler und Rapper dabei sein. Yeah. Und unser Song heißt Mamacita. Ja. Nein, so heißt der Beat auf YouTube, heißt Mamacita. Unser Song heißt Bye Bye. Ja, wow. Schön, Josie, hast du gut aufgepasst. Was veranstaltest du da? So wird das doch nie was. Ey Leute, ganz kurz. Genau das da, was ihr jetzt nicht mehr sehen werdet, was ich jetzt nämlich schon rausgeschnitten habe. Immer wenn jemand seinen Namen auf TikTok oder Instagram nennt, schneide ich es raus, weil das ist hier kein Werbekanal für irgendwelche TikTok und Instagram. Das ist ein Projekt, was wir machen. Ich sage ja auch nicht, Leute, folgt mir auf Korai, K-O-R-I. Ihr könnt auch mit Unterstrich oder mit Freizeichen schreiben. Oder auf Johnny Cobra. Boah, weil ich bin so ein toller YouTuber. Das ist wirklich, hier geht es um Rap-Projekte und Rap in Schulen. Unser Projekt heißt School Fame. Abonniert den Kanal und schreibt in den Kommentaren und gebt einen Daumen nach oben. Was sollst du in die Kommentare schreiben, Mädchen? Okay, alles klar. Ich hab sogar mal Hallo sagen. Jeno! Komm runter! Ich könnte das am Ende sagen. Alles klar, Hallo. Eine seht ihr leider nicht, weil sie die ganze Zeit in die Kamera drauf ist. Ja, versteckt sich. Irgendwann kriege ich euch noch vor die Kamera. Wisst ihr was? Ich filme mich die ganze Zeit. War das richtig oder falsch? Von deinen Überlegungen her. Jetzt ehrlich? Nein! Nein, mach das. Natürlich! Ich war auf Gott, sie macht das. Nein. Neviana, guck jetzt. Neviana. Mann, hör auf mit deinem Ei! Bester Notarzt, komm. Mann, hör auf mit deinem Ei! Ich bin auf K-Pop, wie ist es bisher gelaufen? Wir haben nur 1 Minute, glaube ich, geschafft.
Nicht mal. Aber ist doch gut. Aber egal. Ey, und die tanzen richtig gut. Wir müssen mal sehen. Die gehen mal von ab. Dann komm ich in die Ecke und machen. Du zeigst gerade unsere Tanz. Sehr super. Oh, jetzt werden alle uns nachmachen. Sie werden vor euch machen. Ja, oh mein Gott. Das ist nur ein Move. Also Leute, ich hab's hier nicht leicht, ja. Ich probiere, die sind sehr streng mit mir. Ja. Ich arbeite gerne an mir, aber heute werde ich nur kritisiert. Oh. Also wenn es so weitergeht, renne ich gleich weinend aus dem Zimmer. Sehr schlimm. Dann machen wir allein. Dann geht's mit Handy. Ja, also, ey, dann film mal weiter, ich geh mal jetzt wirklich raus, bin gespannt. Hi! Tschüss! Ciao! Was Tschüss! Wir gehen nach Hause! Ja, ja, nein, weil Cora hat den geschafft. Ich hätte die wohl gerne. Cora! Über mich bitte kurz. Hallo, Leute. Hallo, hier ist die Kürtin. Sag Walla. Nein, bitte. Hallo. Ich probiere mal auf YouTube. Pila ist auf jeden Fall. Ja. Nein. Darf ich ganz kurz den Leuten vorstellen? Ja, das ist unsere Frau Robben. Leute, ich bin Fan von Frau Robben. Frau Robben ist eine richtig coole Lehrerin. Erzieherin. Ja, und Undercover-Lehrerin und noch vieles mehr. Besterzieherin. Und richtig gut, was Tanzen angeht. Sie hat auch ein paar Moves. Also sie ist sehr streng mit den Mädels. Das wird ein Megatanz. Mädels? Und ein Junge. Und ein Junge. Ihr seid im Großteil Mädels, ja? Okay. Bist du sicher? Und ja, ich kann nur sagen, ich find's sehr, sehr cool. Und will einfach mal jetzt hier vor allen Leuten, auch wenn ihr sagt Schleimer, bla, ist mir egal. Ich sag, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit. Ich find's richtig cool, wie du das mit dem machst. Macht nicht jeder so. Besterzieherin. Seht ihr das auch so? Ja. Du seid die coolsten. Ja, genau. Sechs B ist die beste. Eine tolle Klasse. Ja, ja, das sagt man. Wir sind die beste Klasse. 6B, die beste. Bist du sicher? Ja. Tschüss. Leute, hier haben wir. Macht's gut, haut rein. Hallo meine Lieben, bitte abonniert den Kanal und schreibt in den Kommentaren, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und schreibt in den Kommentaren, ob ihr mal Cora treffen wollt. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Spaß. So viel. Sei leise. Willkommen bei Rapid Schulen. Hallöchen, ja, hallöchen, ich bin Olivia. Hallo, ich heiße Niviana und I love BTS. Ich bin Reni. Willkommen bei Rap in Schulen. Ich bin richtiger Fan. Herzlich willkommen zu Rap in Schulen. Was suchst du da an der Wand? Soll ich den Film oder brauchst du noch einen Moment? Fängst du auf? Nein, ne? Warte. Ich glaube, sie lacht immer noch. Warte. Fängst du auf? Immer noch. Okay. Herzlich willkommen. Aber, ja. Wie? Ich habe eine Frage. Was ist denn Locke? Drehst du schon? Hast du schon? Mach meine Locke weg. Komm runter! Ich hab schon weggemacht, ich lasse mich nicht so sitzen. Schon. Die Königin. Erstmal, sag ich euch. Sagen, also, ja, willkommen zu Rap in Schulen. Die beste Klasse. Aber warte, wenn wir drei sagen, dann sagen wir alle zusammen. Okay, seid ihr bereit? Eins, zwei. Geil. Guck mal, sie kommt gar nicht dran. Einmal eine Aufnahme so. Nein, mach nicht! Nein, er macht nicht. Oh, doch. Nein, niemals. Guck mal so, was macht sie jetzt? Eine Choreografie oder was? Wie sind meine blauen Augen trotzdem? Sag irgendwas. Wir sind 6B. Christian Morgen. Was ist eure Aufgabe beim Video? Lachen. Lächeln. Ja, aber was macht ihr bei unserem Musikvideo? Bei diesem Projekt werden Tänzer, Schauspieler und Rapper dabei sein. Yeah. Und unser Song heißt Mamacita. Ja. So heißt der Beat auf YouTube, heißt Mamacita. Unser Song heißt Bye Bye. Ja, wow. Schön, Jonesy, hast wieder gut aufgepasst. Also, manche tanzen. Seid ihr nicht alle drei Tänzerinnen? Hä, hey, doch. Doch, aber wir sagen doch, manche tanzen und manche machen Schauspiel. Komm runter. Ja, aber ihr drei seid? Tänzer.
Tänzerinnen und tanzen. Ja. Ah, ist ja cool. Zu dem Beat Mamacita und wir haben das Thema YY. Oh, definitiv, definitiv. Ja. Sehr schön, genau. Und der Tanz ist ja, wir haben ja letztens schon ein Interview gemacht mit dem anderen Teil der Tänzerinnen und haben festgestellt, dass ihr bisher eine Minute habt. Wie weit sind wir gekommen? Weit. Habt ihr heute ein bisschen mehr geschafft oder habt ihr das eher geübt, was ihr bisher hattet? Wir haben, also wir... Ihr seid heute sehr gesprächig, ihr macht auf jeden Fall Spaß. Also, okay, wir lachen nicht. Wir haben ein bisschen... ruhig, aber sag auch was dabei. Wir sagen nicht einfach was. Sorry, ich unterbreche dich nicht nochmal. Sie lacht immer, sie erzählt. Mann, wir haben jetzt einfach geübt. Mach nichts! Reicht doch, Alter, du! Was denn? Ruhig. Okay. Was willst du von mir? Wir haben Tanzen geübt, also wir sind nicht so weit, aber wir können nur halbe nicht. Nicht so halbe, aber wenig. Wir können wenig nicht lachen. Ich find's cool, wie ihr redet. Mach weiter, alles gut. Und danach, ja, wir haben das und so. Ja. Oh, Minette wird jetzt meckern, weil du die Bewegung gezeigt hast. Okay, wir müssen mal sehen. Die gehen mal voll ab. Dann komm ja, ich in die Ecke, dann mach ich das. Du zeigst gerade unsere Tanks, sehr super! Gut. Oh, also, jetzt werden alle uns nachmachen. Sie werden vor euch machen. Ja, oh mein Gott. Das ist nur ein Move. Sei leise. Mach das weg. Nein, ich mach das nicht weg. Als ob die Leute jetzt schon den Tanz kennen, oder ein, zwei Bewegungen machen das da. Also, wir machen. Ja. Die Leute haben es schon gesehen, du brauchst dich gar nicht verstecken oder immer so zwischendurch einfach so die Hand vors Gesicht. Ist doch alles jetzt schon zu spät, würde ich sagen. Du hast letztes Mal gefilmt, kann es sein? Hier, du, ich mein nicht. Ja, ich bin Reni. Ja. Du hast ja letztes Mal gefehlt, aber bist du jetzt gut reingekommen? Ja. Okay. Waren die Schritte, waren die Steps, war das alles schwer oder ging's? Ganz normal. Das ist ja normal, ne? Ja, okay. Ja. Es gibt ja Leute, die kommen später zu und wenn du nicht häufig tanzt, kannst du ja schon schwer fallen. I love BTS. Das war falsch! Nein. Dann ja, mach ruhig, wenn es sein muss. Okay, mach ruhig Olivia nicht. Olivia fang an. Mach ruhig Olivia nicht. Fang an. Mach ruhig Olivia nicht. Fang an. Danke, dass ihr das Video guckt habt. Vergiss nicht den Kanal. Warte. Ja, mach richtig weiter. Dann mach das. Ja, sag du zuerst. Digga, ihr wolltet den Daniel machen, jetzt sag, vergiss nicht den Kanal abonnieren. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Und was liked da? Was anderes. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und lasst ein Like da. Und schreibt in den Kommentare, was euch gefallen hat. Lass uns bitte noch einmal machen, ja? Nein, noch. Was soll ich sagen? Ich habe alles vergessen. Ist doch fertig! Auf gar keinen Fall keine Beleidigung auf den Kommentare schreiben. Ihr sollt zum Beispiel Herz schicken, lachendes Gesicht. In den Kommentaren schreiben. Ihr freundliches Schreiben, dann gibt es Ärger. Okay. Oh. 6B ist die beste. Eine tolle Klasse. Ja, ja, sag mal. Wir sind die beste Klasse. 6B, die beste. Bist du sicher? Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Hat er gesagt, abonnieren? Yes, ganz schnell. Hier klicke. Ohne Geld. Einfach so. Mach das, Ey, Aria, kannst du bitte aufhören, da rumzuspielen? Junge, wir wollen ja ein Video machen. Okay. Ja, der hat sie ganz laut lassen, ne? Schneid einfach raus. Yo, Leute, hier ist Kodai von Rap in Schulen. Ich bin gerade an der Christian-Morgenstern-Grundschule mit Ahmed von der 6B. Und wir machen auch zusammen mit der Klasse einen Rap-Song und ein Musikvideo dazu. Sogar Auftritt ist geplant. Ahmed, erzähl mal bitte, wie weit sind wir momentan? Wir haben das Thema YY genommen. Das soll bedeuten, so zum Beispiel, wie krass sowas ist, zum Beispiel. Wow. Einer hat ein neues Auto, dann sagt man, why, hast du ein geiles Auto? Aber warum so ernst jetzt? Wurdest du gerade von mir gekidnappt? Bist du Geisel oder? Jetzt, weil ihr müsst, wenn die Kamera aus ist, er ist der größte Spaßvogel überhaupt, hier der Clown der Klasse. Jetzt so, also das Thema, das wir ausgesucht haben,
Nee, nee, sorry, dass ich unterbrochen habe. Hey, Ari, hör auf mit den Dinosauriern zu kuscheln. Und pack's nicht Kevin, unserem Kameramann. Danke, Kevin, an der Stelle liebe Grüße. Hör auf, ihm das auf den Kopf zu packen. Was hast du denn mit den Dinosauriern, Junge? Egal. Mann. Ich mach's mit ins Bild, so. Nur für Ari. Ari, das ist für dich. Ari, erzähl mal bitte. Dann haben wir das eingeteilt in drei. Nein, tu's nicht. Ja, erzähl, erzähl. Lass dich nicht ablenken von meinem Haustier. Erzähl doch mal. Geht nicht mehr. Ich bin eingeschüchtert von meinem Haustier. Wir haben das in drei Gruppen aufgeteilt. Boah, ey, pack bitte weg. Ey Leute, gib mal bitte her. Guck mal, nur dass ihr seht, warum wir so abgelenkt sind. Wir wollten ja. Gib mal bitte her. Gib mal her, deine Haustiere. Was er hier macht im Hintergrund. Wir sollen uns konzentrieren. Wir sagen den Jungs. Leute, nicht denken, dass es Coronavirus ist, ne? Ey Jungs, bitte macht keine Späße über Coronavirus. Das ist echt eine ernste Sache. Was soll das? Hallo, hier steht Name drauf. Ja, ist ja egal. Datenschutz. Ja, okay. Ich mach einfach so, dass wir. Leute, so, als ob ihr was verkauft, diese Dinosaurierartikel. So Spielzeugartikel. Ah, oh, was habt ihr mit dem gemacht? Und so lange kuschelt, ihm ist am Arm abgefallen beim Kuscheln. Okay, ey, können wir mal ganz kurz darüber sprechen? Wer jetzt bestellt, kriegt diesen Dino und das gleich dazu. QVC-Modus. Okay, erzähl mal jetzt, wo waren wir stehen? Also wir haben jetzt einen Rapper, Schauspieler und Tänzer schon euch einsortiert, die Quatschköpfe der Gruppe, möchte ich jetzt mal liebevoll sagen, sind alle hier im Raum. Das sind die Rapper, außer Jordan, liebe Grüße Jordan. Der musste schon los. Ich raste gleich aus. Nein, Rapper, Sänger, Tänzer haben wir euch eingeteilt. Du kannst auch nicht entscheiden. Sag mal, was habt ihr mit diesen Dinosauriern eigentlich schon Probleme? Gib mal Ari. Hört auf jetzt, hört auf. Ah, Aria, reicht doch, Alter. Du, ja. Ey, wir wollen jetzt ist er schuld, weil du die ganze Fensterbank leer räumst. Bist du die Putzkraft hier, so? Bist du der Schüler oder Putzkraft? Okay, ich bleib cool, ich bin ganz gut drauf, Freunde. Genau, also wir haben euch unterteilt in Rapper, Sänger, Tänzer und Schauspieler. Ey, Aria, kannst du bitte aufhören, da rumzuspielen? Junge, wir wollen ja ein Video machen. Sag nicht meinen Namen. Ja, dann hör da auf, die ganze Zeit irgendwas rumzudrehen. Orio, Orio. Okay. Ey, jetzt reicht wirklich. Ey, mal, aus. Und dann setzt er sich noch auf den Dino rauf. Was hast du vor? Junge, wie auch immer. Okay, wie weit sind wir jetzt? Wie weit sind wir jetzt? Weit. Bestes Interview. Nein, Leute, eigentlich wollten wir euch nur sagen, wir sind jetzt dabei, wir haben ein Thema in der 6B, in der Christian-Morgenstern-Grundschule. Und zwar YY ist halt, ja, was soll es heißen? Nice, krass, wow. Und Aria, hör doch mal jetzt auf, Alter. Uff. Und genau, die Mädels machen gerade einen Tanz. Wenn ihr Lärm im Hintergrund hört, dann ist es entweder Aria, der mit seinen Dinosauriern spielt, oder die Mädchen, die gerade tanzen. Was haben wir noch? Die Schauspieler überlegen gerade, weil das Thema bei YY, wir haben gesagt, so in Richtung Sommer, Sonne, Strand, chill on Spaß, the beach. Chill on the Beach, Freude. Party. Und Party Magen. Und ist halt schwer. Grillen und so eine Geschichten ist halt schwer, am Ende dann auch dazu irgendwelche Bilder zu machen. Nein. Der war so. In echt sah nicht so aus, dass ich nur so. Nein. Ja, genau. Und der Beat heißt Mamacita? Der Beat heißt Mamacita. Wir haben uns übrigens schon die Lizenz gekauft. Wir können ihn benutzen, ohne dass wir gesperrt werden. Und es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Wir haben jetzt heute schon ein paar Rap-Tags und so. Darf er überhaupt gefilmt werden? Nein. Doch, er hat doch schon Zettel ab. Ja, Leute, ey, wir haben es probiert. Ey, das ist das erste Interview dieser Art, was wir auf dem Kanal machen. Ihr habt gesehen, wir haben uns Mühe gegeben. Man hat nicht gemerkt, dass wir uns Mühe gegeben haben, aber wir haben es wirklich getan. Es ist lustig geworden, immerhin. Viel ab. Ihr wisst gar nicht, warum wir das Video jetzt gemacht haben. Wir werden es trotzdem reinstellen, einfach weil es lustig war. Liebe Grüße von mir, Rap in Schulen, Christian Morgenstern Grundschule 6b und Ahmed. Peace out. Ciao. Ciao.